Shared space as a concept emerges from some research 10 years ago when it became clear that amongst all the progressive highway authorities across Europe, some new ideas about integration of traffic into the civic space of cities was emerging. But we had no understanding, no clear term to describe this change. And so the term shared space was coined to try to describe a new approach to the relationship between drivers, bicyclists, pedestrians and all other street users. Unsere Umgebung ist ein sehr wertvolles Gut und damit sollten wir weniger schlampig umgehen, als wir es bisher getan haben. Das war eigentlich auch der Ausgangspunkt von Hans Mondermann, als er sich vor 20, 30 Jahren Gedanken darüber gemacht hat, wie schlampig wir mit den Straßen umgehen und wie schlampig die Straßen eigentlich auch aussehen und wie schlampig wir sie benutzen. Und er dachte, es ist nicht nur viel schöner, sondern auch viel sicherer, wenn wir die Straßen anders einrichten, nicht für den Verkehr, sondern für die Begegnung und für die Bewegung der Menschen untereinander und miteinander. Deutsche Städte haben das Miteinander von Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern bereits praktiziert, als sie die Vokabel Shared Space noch gar nicht kannten. Es gibt zurzeit etwa 40 Beispiele. Das heißt, Shared Space ist angekommen bei Politik und bei den Bürgern und Shared Space geht weiter. Nach dem Berner Modell ist ja die Verkehrspolitik ein wichtiger, zentraler Aspekt, dass man Grundsätze hat, darauf man aufbauen kann. Diese Grundsätze sollten nicht bei jedem kleinen Wind wechseln. Das ist sehr wichtig. Sie geben auch Rückgrat und Rückhalt für die Planung. Und wenn man nun die Situation im europäischen Raum betrachtet, die Schweizer sind ja ein wenig skeptisch der EU gegenüber, das ist bestens bekannt, schauen aber natürlich immer auch wieder, was läuft in den anderen Ländern und gerade in technischen Entwicklungen oder im Umgang mit Straßen, das macht ja nicht vor EU oder Schweizer Grenzen Halt, da spricht man zusammen, da schaut man, was machen die anderen, besucht einander und das ist sehr wichtig. Und das Spannende ist eigentlich, dass ähnliche Entwicklungen, eben Verträglichkeiten, Shared Space Lösungen an sich an verschiedenen Orten in Europa stattfinden und man die Erfahrungen austauschen kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das über die Grenzen eigentlich hier europäisch gedacht wird und gehandelt und zusammengearbeitet wird. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen. Politik und Verwaltung ist aber in vielen Bereichen nicht an Änderungen interessiert. Die Politik muss aber langfristige Zielsetzungen verfolgen und daher weggehen von der Optimierung des Verkehrsflusses hin zu einer Optimierung der Lebensqualität. Also was jetzt wichtig ist, dass die Leute, die diesen Film sehen, sollten verstehen, dass das Motto ist, du hast kein Problem, du bist das Problem, du hast einen Auftrag, um dich anders zu verhalten, auch als Professor, als Bürger, als Unternehmer, als Politiker. Und das ist, was der Hans gemeint hat. Du sollst deine Verantwortung nehmen, um die Straße so zu gestalten, dass wir wirklich eine Welt haben, die sozial, reich und gleichwürdig ist. Die neuen Formen der Verkehrsberuhigung, am Beispiel Shared Space, erfordern gegenseitige Rücksichtnahme, meist in Form eines Blickkontaktes. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel in Österreich, sind hier an den europäischen Standard anzupassen. Das heißt, gegenseitige Rücksichtnahme muss in ganz Europa Standard werden. Es gibt einen österreichischen Philosophen, Leopold Kohr, und der hat vor etwa 60, 70 Jahren einmal gesagt, man muss den Bürgerinnen und Bürgern Freude schaffen, damit sie ihren Lebensraum gestalten. Und das ist eigentlich das Wegweisende bei der Partizipation. Die Bürgerinnen und Bürger abholen und sie auffordern, mitzudenken an der Gestaltung ihres Lebens- und Umfeldraumes. Keiner kann was fordern, von dem er noch nicht weiß, dass es besteht. Das heißt also, wir müssen Allianzen bilden, in denen wir zusammen lernen wollen und zusammen uns was Neues schaffen wollen. Das heißt also sowohl die Politik
als die Behörden, als die Bürger, als die Verbände, die Blindenverbände, die Behindertenverbände, als die Experten, sie alle zusammen können jeder das einbringen, was ihnen wichtig und ist und was ihnen am Herzen liegt und sich so zusammen was Neues schaffen. Wenn man ein wenig in die Welt, in der Welt rumschaut oder nach Deutschland blickt, sieht man, dass gegenwärtig sich der ADAC als großer Autoclub sehr stark mit diesen Gedanken befasst und Seminarien veranstaltet zu den verkehrsberuhigten Geschäftsstraßen. Mit dem Ziel Renaissance der Stadt. Die Stadt ist ein Lebensraum und das Auto muss dort wahrscheinlich ein wenig an Dominanz abgeben. Aber es geht nie darum, das Auto zu verdrängen, sondern immer ein vernünftiges, ein erträgliches Neben- und Miteinander herzustellen. Straßen und Plätze müssen wieder Lebensräume werden. Und das geht nur, wenn alle mitmachen. Denn Bürgerbeteiligung ist der Schlüssel zu einer neuen Mobilitätskultur. Und um nichts weniger geht es. Wir brauchen einen zentralen, synergetischen Punkt, wodurch wir auch wirklich einander helfen können. Also wenn da Politiker irgendwo in der Welt sind, die diesen Prozess entwickeln wollen, wenn da Bürger sind, Unternehmer, Journalisten, wer auch, die brauchen einen zentralen Punkt, wo wirklich dasjenige, denjenigen, die in der ganzen Welt, wo Leute arbeiten an Shared Space, dass sie wirklich zusammenkommen können. Und dann wäre es wirklich gut, dass wir da einen zentralen Punkt haben. Und dann ist ein Film und dann ist ein Website im Internet dann sehr, sehr wichtig. Wir brauchen ein mondiales Unterstützungssystem, um diese neue Politik zu gestalten. Wissen richtig einsetzen muss die Devise sein in der Planerausbildung. Und nicht nur dort, sondern auch in den Schulen. Denn die nächste Generation wird mehr wollen als Autofahren. Das zeigen jüngste Jugendstudien sehr deutlich. Und das macht mich optimistisch. Die Anfänge einer neuen Mobilitätskultur sind bereits spürbar. Shared Space gehört dazu, ebenso wie Carsharing, mehr Fahrrad und zu Fuß, die Kombination der Verkehrsmittel. Die Bürger wollen das. Und Politik muss damit gehen. The change that shared space represents reflects an enormous opportunity and challenge for politicians to take a lead on what sort of public space and therefore what sort of society they wish to see. If the benefits from shared space are to be exploited across Europe, it's vital that a film or a website gives politicians and others the opportunity to understand the principles and to explore some of the many benefits that can flow from this approach to public space.